Dann haben wir hier noch Beinwelt zwischen. Irgendwo war noch ein echter Bärenklau. Gerade nicht zu finden. Da unten müssen Salbei sein. Sieht aber aus, als ob der vielleicht den Platz nicht mag. Vielleicht ist das dann doch zu dicht. Braucht mehr Sonne. Beifuß. Den Pflanzennamen, ich habe schon wieder vergessen. Ihr habt so toll in den Kommentaren geschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Ne? Wird auch noch spannend. So, gut. Einmal rüber, würde ich sagen, schnappen wir uns das Beet jetzt. Ich muss immer gucken, wo ich hintrete, wo keine Biene beim, ja, Futtern stören, beim Sammeln stören. Haben wir hier noch überall Klee drin und dann sind die natürlich auch mal direkt auf dem Weg. So, guckt euch das an. Das sieht doch toll aus. Kann sich richtig, richtig sehen lassen. Und vom Timing her gefällt mir das dieses Jahr auch besser, weil der Mais auch mit dem Stangenbohnen bisher ja, mitkommt. Und zwar, ich habe das ja folgendermaßen angeordnet. Ich habe hier so Außenbahn und drinnen ganz viel, und aber auch wild wachsende Sonnenblumen. Das ist auch so der Joker, könnte man mal sagen. Denn hier unten habe ich dann überall die Stangenbohnen zwischen, ganz verschiedenste, also gelb-grün, jetzt hört schon auf, nee, Moment, gelb-grün, dann die lilanen und ach, irgendwie, das wird echt spannend. Und ja, die habe ich halt überall, könnt ihr da sehen, die werden sich richtig breit machen. Ach, auch hier die Nachtkerze, die macht auch so einen schönen Eindruck. So schön, ne? So sieht das hier aus. Sonnenblumenmäßig kommt dann auch schon was. Das habe ich an verschiedensten schon gesehen. Also das läuft, würde ich sagen. So, was gibt es hier noch Besonderes zu zeigen? Ich finde die Nachtkerze, ich muss nochmal... Wow, die geht jetzt natürlich zu, die hat ihre Zeit gehabt. Nachts leuchten die übrigens auch so, beziehungsweise wenn wenig Licht ist. Die sind richtig hell. Sieht richtig schön aus im Garten. Ach, wird herrlich. Richtig voll. Auch eine Sache, mit der ihr wunderbar Tee machen könnt. Ja. So, wo soll es denn weitergehen? Also ich würde mal sagen, da drüben, zu den Blümchen, so viel gibt es da gar nicht zu zeigen. Das habe ich in vergangenen Videos auf jeden Fall schon gezeigt, was da alles so kommt. Aber es ist ein bisschen dichter geworden und gleichzeitig gibt es dann Saatgutgewinnung. Also die Verzehle ist bald so weit, dass man die hier zum Beispiel... Dass man da Saatgut, die müssen natürlich noch trocken werden, richtig trocken. Aber die werden schon ganz schön knusprig. Ist auf jeden Fall nach wie vor gut besucht hier, auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei gut besucht sind, ich habe noch ein paar Aufnahmen, ein paar kleine. Und zwar glaube ich, dass das Heupferdchen sein müssten. Da haben der Flo und ich ein paar entdeckt. Die hüpften dann hier so von, ja, von Mond zu Mond. So, jetzt bin ich wieder rausgekommen, wie Gartenzaun-Gast. Ich war bei den Heupferdchen. Und zwar haben wir die hier entdeckt und da sind ein paar wenige Aufnahmen entstanden. Die zeige ich euch einmal jetzt. Voll schön anzusehen, oder? Also da sieht man, dass die Vielfalt im Garten immer mehr wird. Und ja, bisher habe ich vereinzelte Heupferde gesehen in der wachsenden Version. Und ja, jetzt sind es noch kleine mehr. Mal gucken, wo das alles noch so hinführt. Ja. Ach, schön. Nachtkerze wird hier auf jeden Fall mehr. Vielleicht macht die sich so breit, dass die anderen irgendwie... Also ich habe ein bisschen Sorge hier, weil Mohn wegfällt, dass dann irgendwie Lücken entstehen und ich weiß noch nicht so ganz mit umzugehen. Bei Blumen bin ich immer noch... Ja, ich mache ja alles irgendwie intuitiv. Dann für meine Informationen zu mir, dann ganz tolle, wunderbare Kommentare, die uns allen weiterhelfen. Finde das immer wieder spannend. Ja. Vielleicht weiß da einer was, wie man damit umgehen könnte, mit den Lücken. So, im Gartenzaun auch immer wieder haben wir hier die Wicke in verschiedensten Farben. So ein bisschen lila, ein bisschen pink. Ich würde sagen, der Bereich ist soweit durch, bis da. Aber die Tomaten, ne? Da, warum haue ich denn ab? Ja. Das Abgeknabberte habe ich ja schon gezeigt in dem Video.
habe ich aber noch nicht groß gezeigt, was hier an Früchten rumhängt. Da mit Tomaten, ganz wunderbar. Hier so verschiedene da. Ich habe davon, glaube ich, auch ein bisschen was schon gezeigt, was ihr kennen konntet. Hier ganz wunderbar für die, die es noch nicht kennen, so mit dem ausgeizten Tomaten. Das ist der Trieb, der weg soll. Und bei mir kommt er dann unten irgendwo hin. Nicht direkt am Stamm, sag ich mal. So, und dann das Geschichtchen. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege jetzt. Oh, ich habe euch gar nicht richtig drauf gehabt. Kann das sein? So irgendwie. Nee, das ist noch zu eng. So. Das findet sich noch. Nicht das beste Beispiel gewesen. So, und ja, hier hängt eigentlich überall was dran. Und hier sogar eine große Sicht gerade. Gar nicht gesehen. Da, eine große, große. Ne, das sieht in dem Weitwinkel ein bisschen komisch aus. Da haben wir sie. Also hier könnte ich mal gut wieder Nahaufnahmen machen. Aber ich glaube, das hebe ich mir mal für ein anderes Video wieder auf. Hier hängen auch überall welche dran. Da unten. Wunderbar. Oh, der Duft ist so schön. So, und hier haben wir das meistens unbeliebte Franzosenkraut. Aber ich sag euch das schmeckt gut. Das ist ein Energizer, der gibt Energie. Ist außerdem gesund. Lest das mal nach. Wunderbare Pflanze. Man kann übrigens alles Grüne essen. Allerdings, wenn das ein bisschen größer wird und so, dann wird das unten faseriger. Deswegen frische, junge Blätter. Die können auch noch größer sein. Gestern probiert. Sind eine wunderbare Sache. Ja, Tomate. Hier haben wir dann noch mal so einen kleinen Ausblick. So, hier zweitriebig gefahren. Da haben wir wieder einen Geiztrieb. Der kann raus. So, und die anderen läuft alles. Überall hängen irgendwie mal Tomaten. Das war das von hier. Jetzt gehen wir ins nächste Beet. Achso, hier übrigens Kapuzinerkresse verteilt sich wunderbar. Passt super gut mit Tomate zusammen, habe ich gelesen. Mal gucken, was das so sagt im Jahr. Ist auch wieder das Franzosenkraut. Also das betrachte ich seit gestern, glaube ich. Oder seit ein paar Tagen jetzt. Auf jeden Fall mit anderen Augen. Ja, Kartoffeln. Hier hatten wir aber noch ein paar Böhnchen zwischen. Ein bisschen größer geworden. Hier war doch auch irgendwo eine. Ach, unter dem Sieb. Hat so ein Kupfersieb zu mir gefunden. Richtig schön. So, hier sind die Radieschen. Ich probiere es halt nochmal. Die sind schon so weit. Das sieht echt gut aus. Dann Kapuzinerkresse an verschiedensten Stellen. Da unten sind auch noch zwei. Der Mais sieht derweil so aus, den ich dann nachher nicht rausgeholt habe. Hier habe ich ja so die Pflänzchen vorgezogen für andere Beete. Und von der anderen Pflanze ist noch nichts zu sehen, die jetzt frisch im Boden gekommen sind. Dicke Bohne war dabei. Ja, etc. pp. Da haben wir die rote und die grüne Gartenmelde. Alles wird beerntet. Das Bohnenkraut, echt überall, geht richtig ab. Also das hat sich hier verweht und überall so ein bisschen verteilt. Ja, die bunten Beeten, verschiedenste. Mal gucken, was daraus wird. Ja, und so könnte man sagen, das Beet abgefrühstückt. Und nochmal, wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon verlinkt, was Flo und ich hier gemacht haben. Ein total schönes, entspanntes Video. Da geht es dann quasi um die Gartenpraxis, was wir da so machen, wie wir das machen und da so vorgehen. Und guckt euch das an, das spricht doch für sich, oder? Richtig gut. Ja. Also das wird hier immer fülliger. An anderen Stellen haben wir ja auch Mangold. Und man merkt trotz Nachernten, dass die Blätter jetzt vom Mangold größer werden. Ja, so. Also vorne an der Ecke war noch ein Fenchel. Den kann ich euch vielleicht ja noch einmal ganz fix einmal. Da. Da ist er. Der sieht derweil so aus. Schön. Ne? So, und jetzt kommen wir zum Kiholbeet. Da. Also, Zucchini derweil so. Die könnt ihr immer ein bisschen vergleichsmäßig mit der Hand, Weitwinkel, lass das immer ein bisschen noch anders aussehen. Hier haben wir die dicken Bohnen wunderbar gekommen. Hier haben wir auch schon ein bisschen Salat weggenommen. War ja Voranzuchtsalat, das ist bestimmt noch was. Wo sind die alle hin? Wurden die weggefuttert? Vielleicht war hier der Hase auch dabei, keine Ahnung. Hier haben wir noch einen Kohlrabi, glaube ich. Oder war das ein Brokkoli? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch ein Brokkoli sein. Sag mal, war das Kohlrabi oder Brokkoli? Wer hat da draußen aufgepasst? Habe ich bestimmt mal erzählt. Bunte Beete,
Möhrchen sind jetzt auch zu sehen. Da haben wir die ersten, nee, das ist Quecke, aber hier die ersten Zwiebeln. Da, ein bisschen besser zu erkennen. Da haben wir auch noch welche. Und da drüben haben wir jetzt noch den Fenchel. Da kann ich auch noch mal von hier rangehen. So, habt ihr mal ein bisschen Überblick, wie weit der schon ist. Jo. Tomate hier fühlt sich mittlerweile auch wohl. Spinat ist zu sehen. Ja, das ist hier so ein Beet. Das entwickelt sich noch. Hat ja auch noch Zeit, ne? Diese schöne Pflanze, die wilde Karde, ist auch echt schön groß geworden. Da muss man auch mittlerweile aufpassen, wenn man hier drin vorbeiläuft, denn es ist ein bisschen enger geworden. Wobei man auch sagen muss, es ist natürlich von darüber gewachsen. Dadurch ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ja. Hier übrigens Lebensräume für Tiere. Packt euch irgendwie Sachen im Garten, macht euch Ecken schön, seid kreativ. Die Tiere werden es lieben. Da saß nämlich vorhin zum Beispiel eine Libelle. So, jetzt muss ich mich hier mal geschickt rumzwängen hier so. Ui. So. Schweiß läuft schon. Jeder Blickwinkel ein Genuss. Ist das nicht schön? So. Kompost füllt sich auch nach und nach mit irgendwelchen Sachen. Ja, hier haben wir wieder einen guten Schuss Brennnesseln gekriegt, aber ist schon deutlich weniger, als es vorher war. Dann haben wir, ja, die wilde Möhre. Und das möchte ich mir auch gleich merken mit der Brennnessel. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Was haben wir hier denn? Ich sag nicht, hier ist noch, ne, da wächst doch irgendwas Mangoldmäßiges oder eine Beete. Ja, Erdbeeren, wilde Erdbeeren, wie auch immer. Also sie wirken wie kleine wilde Erdbeeren meistens. Die haben wir hier schon ordentlich weggefuttert. Dann habe ich hier vorne nochmal Ringelblumen reingebracht, von drüben vom anderen Beet. Mal gucken, wie weit die noch kommen. Es gibt auch immer wieder Kommentare unter meinen Videos, was für eine tolle Pflanze das doch ist, was man da alles mitmachen kann. Und ihr kriegt von mir jetzt mal heute quasi neue Informationen, was ich so die letzten Tage rausgefunden habe. Gestern war es ganz genau. Ein bisschen erlesen. Und zwar, ja, was man jetzt quasi erkennen kann bei dem, was wir uns gerade so anschauen, denn man kann Unterschiede erkennen. Also, wir haben hier eine Brennnessel, wo der Samen so ein bisschen traubenförmig runterhängt. Und dann haben wir hier noch eine Pflanze, wo das so ein bisschen waagerecht ist. So, also das ist ein konkreter Unterschied. Da haben wir mal zwei Pflanzen nebeneinander. Links, das ist eine weibliche und das ist eine männliche. Das ist der Unterschied. Und die Grünen werden dann halt auch irgendwann braun. Und besitzen richtig, 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 richtig Nährstoffe. Also das ist echt ein Powerfood. Richtig gute Pflanze. Und ja, ich habe das gestern auch mal probiert. Das grüne Saatgut hat immer noch Nesseln dran, auch beim Saatgut. Deswegen, wer da empfindlich ist, auf jeden Fall nicht in den Mund nehmen. Ich habe es gestern getan. Es hat so ein bisschen gekribbelt im Mund, aber jetzt nicht so wie Brennnesseln normal wirken. Das fand ich sehr sanft. In der Beschreibung, die ich gelesen habe oder wo ich die Informationen her hatte, da stand irgendwas im Rachenraum. Seid da bitte vorsichtig, informiert euch nochmal selber. Aber die so traubenförmigen, das sind die weiblichen. Und da gibt es auch Saatgut, hier könnt ihr das sehen. Ja, kann man futtern. Wunder, wunder, wunderbare Pflanze. Ah, will ich auch nicht mehr missen. Schön, dass das zu euch noch gefunden hat und ich das nicht vergessen habe. Denn diese ganze So, ich bin ja nicht immer alleine so hier. Da wird immer gemäht, gesenzt, Zug kommt mal vorbei. Zum Glück ist das ja hier alles geschützt mit meinem kleinen Wald. Ich habe auch echt ein Glück mit diesem Garten. Das gibt es hier bei keinem anderen Garten, so wie bei mir. Da kommt der Kohlweißling, flattert um mich rum. Ja, was ich sagen wollte, ist einfach, ich habe mal einen Zaungast, der joggen geht, dann gerade eine Nachbarin, die vorbeikommt und ja, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, bis ich da mal wieder reingucken kann. Ja, so, ich war noch gar nicht mit dem Kiholbeet fertig. Das ist noch das Kiholbeet und ja. Habt es ja vorhin schon mitgekriegt, aber hier der Kohlrabi steht trotzdem super da. Ich vermisse da nichts. Was durchkommt, kommt durch. Da haben wir auch den ersten. Guck mal, da können wir mal rübergehen.
Da, ne, das ist doch schon mal was. Und das kämpft sich schon so durch. So sieht das derweil mit den Physalis aus. Soweit sind die. Die unten wollen schon richtig reif werden, aber es braucht alles noch eine Zeit. Das muss richtig knusprig sein, dann kann man die da rausholen. So, ich nehme mal den Weg hier rüber. Oh. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, hier das alles zu koordinieren mit euch, Stativ und so weiter. Zwischendurch denke ich dann mal, hey, stelle ich das Stativ mal wieder auf wie jetzt und gucke hier mal rein. Aber dann kriegt ihr ja wieder nichts mehr. Ihr wollt ja auch was sehen. Und die Tomaten hier, ich habe sie vorhin schon einmal gezeigt, ja, sind ein bisschen schon umgeben von anderen Pflanzen. Und die, ja, sind halt Borage. Hier hatte ich auch eine Ringelblume, glaube ich, noch mal rein. Keine Ahnung, glaube schon. Ja, und hier kommen auch vereinzelt mal ein bisschen Blüten vor. Aber hier kann man schon sehen, guckt euch das an, das ist hier schon Kontakt. Und ich denke, die wird ein bisschen mehr Platz brauchen, als sie jetzt gerade schon braucht. Und die andere da auch. Ich glaube, die werde ich auf jeden Fall rausnehmen. So, und hier wächst ganz wunderbar Klee. Ne, hier haben wir einmal diesen weißen. Dann kommt der hier mit den gelben Blüten. Kommt so ein bisschen was raus. Eine Nachtkerze dazwischen und Lupine. Und ja, so sieht das hier aus. Dann hat sich hier nochmal eine Minze zeigen lassen. Ach genau, da wollte ich nochmal gucken. Die Ananasminze, die ist mir irgendwann eingegangen. Und da bestand wenig Hoffnung. Weiß nicht, ob da noch was zwischen ist. Ich glaube nicht, das kommt nicht wieder. Also normalerweise, da wachsen andere Sachen. Schade, naja. So, trotzdem hier ist noch irgendwie Minze und Wiesenknopf, also Pimpinelle. Hier wuchs irgendwas anderes, ich habe es vergessen, was das hier wird. Bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch, eigentlich kenne ich die doch. Ja, hier hatten wir auf jeden Fall Fingerhut. Und das weiß ich nicht mehr. Wird das vielleicht auch eine Goldrute? Mal gucken. So, ich war noch nicht ganz fertig. Und zwar hier hinten. Boah, jetzt gehe ich langsam aber echt ein. Wie lange ist denn das Video schon? Ja, hier möchte ich nochmal zeigen. Ist eigentlich ein klarer Überblick. Vorhin schon erwähnt. Ah, trockene Distel tut weh. Au. Ah, das tat ein bisschen weh. So, aber wir können ja hier nochmal reingehen. So, mal gucken, was hier noch so stattfindet. Also Kapuzinerkresse, da habe ich noch Erdbeeren. Aber eher den Tieren so überlassen. Hier blüht und blüht und blüht die Ackerwinde. nee, gar nicht. Blüht und blüht der Oregano und die Ackerwinde, die hat sich hier richtig breit gemacht. Da kommen nachher dann auch weiße Blüten rum. War natürlich nicht gewollt und ja, da muss man natürlich ein bisschen Ausgleich schaffen, aber im Großen und Ganzen auch ein schöner Überblick hier oben mal wieder. Das mag ich auch, wenn ich hier auf den Beeten rumtingle und dann so einen anderen Blick kriege. Über alles. Oh, da ist ein Geiztrieb. Oh, da ist ein Geiztrieb. Seht ihr den? Da. Mal sehen, ob ich da hinkomme. Oder? Brauchen wir den? Ne, brauchen wir nicht. So, der ist weg. Nicht elegant, das kann man besser. Aber ich mache es trotzdem immer wieder so. Funktioniert ja irgendwie auch. Tja. So, einmal runter hier. Oh, muss aufpassen, es geht noch so gerade mit dem Knie. So, und dann hier übrigens weiterhin Insektentränke an anderer Stelle auch noch. Und hier sind beim Beinwellen ein bisschen die Tiere wieder bei. Ach, schön, die Wildbienen. Ja, die Bananen habt ihr schon gesehen. So, und wir gehen hier nochmal rein. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. Hier hängt bestimmt wieder der Io. Na, kriegen wir ihn diesmal nah. Da ist er. Da ist er. So. Hier Oregano nochmal von der Seite. Ja, und hier so langsam wollen die auch breiter werden. Aber hier gibt es halt auch noch Erbsen zwischen. Auch wenn ich nicht so viele sehe. Da haben wir eine, da vorne haben wir eine. Da links haben wir auch noch eine. Vielleicht wächst auch schon die Ackerwinde hoch. Keine Ahnung. Flo, ich glaube, das ist mal so eine Geschichte, das braucht bald mal Liebe. So, und ich gehe gerade richtig ein. Und alles, was ich euch noch zeigen wollte und werde, darüber hinaus wird es wirklich nicht mehr gehen. Ich würde jetzt schon zum Schluss finden. Aber ich glaube, eine Sache hatte ich noch angekündigt.
Boah, so langsam ist Energie weg. Gleich mal ein paar Franzosenkräuter naschen, futtern. Steht hier eine rum? Meistens irgendwie, aber diesmal nicht. Na, wer sprang da denn rum? Oh, da war gerade wer unterwegs im Fliegen. Ja. So, hier möchte ich das nochmal von näherem zeigen. Da haben wir nämlich hier einmal den Rosenkohl, der kommt, den wir ausgesät haben. Ja, hat jemand geschrieben, das ist doch viel zu spät. Ich mache das trotzdem, weil es gibt auf jeden Fall frische Blätter im Frühjahr, ob da nun was kommt oder nicht. Also Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Zwiebeln sind irgendwie überall so ein bisschen am Kommen. Brauche ich nicht großartig zeigen, haben noch keine beachtliche Größe. Ihr wisst, wie die aussehen, habe ich vorhin im Kiholbeet gezeigt. Und dann haben wir hier auch nochmal Erbsen. Die ersten. Ach, da kommt sogar eine dritte da hinten gerade, genau in der Mitte jetzt. Ganz klein noch, Mangold, das läuft auch. Oh, ich sag euch das. Das reicht jetzt auch. Ich kann gar nicht so viel sabbeln. Ich habe gar nichts gegessen heute, wirklich. Nee, nee, nee. So, und das ist auch eine Ecke, die noch Liebe braucht, aber trotzdem, ohne dass man was macht, wachsen unglaublich viele verschiedene Sachen hier, die Nahrung spenden könnten und auch tun. Kapuzinerkresse super zu sehen, Beifuß, Brennnessel. Das hier ist noch eine Tomate. Hier haben wir eine Tomate, da hinten eine Tomate. Hier haben wir das Franzosenkraut wieder, da ist es. Soll es auch in verschiedenen Versionen geben. Und es soll keine Verwechslungsgefahr geben. Aber wie gesagt, ihr seid in der Verantwortung. Guckt da lieber selber nochmal nach. Nehmt das nur als Anhalt bei mir. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr das auf jeden Fall raus. Ja, so sieht es hier aus. Tomatendach. Funktioniert soweit, aber das muss man alles frei. Brombeere ist natürlich auch noch zwischen ganz groß zu sehen. Und da vorne auch eine Pflanze, die eigentlich aussieht wie eine Akelei. Ohne Akelei. 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 Da war was. Da war was. Aber da möchte ich nicht noch hin. Ich möchte das Video jetzt zu Ende bringen. Denn ja, das braucht ein Ende. Und ich habe gemerkt, dass ich trotzdem abkürzen musste. Weil es einfach sonst viel zu viel geworden wäre. Ne? Also die anderen Updates, die kommen dann wann anders. Oh. Ah, hier schön kühl unterm Baum. Herrlich. Auch immer wieder in den Hängematten schön. Okay, folgendermaßen, was ich euch zeigen möchte, ist das. Und zwar tatsächlich Brennnessel aufgehangen zum Trocknen. Ich muss das jetzt irgendwie mal hell kriegen. Wird das noch hell? Das war mit Samen zwischen, jetzt kann man es gut sehen. Also kurz vor Teeverarbeitung quasi. Wird eine spannende Geschichte. Und hier oben dann auch nochmal Beifuß. Das sind jetzt so die ersten Trockenversuche, ob das unterm Baum geht. Ich weiß, da draußen von euch sind einige schon ja, ein bisschen affiner da drin, machen das öfter. Wie ist das denn? Müssen die noch so diese Farbe haben oder werden die nachher alle eher so bräunlich da? Oder bedeutet das, dass das dann nichts mehr taugt, weil es zu nass geworden ist oder irgendwas? Das wäre mal cool. Also das ist Beifuß. Wenn da jemand Infos hat, immer her damit. Und auch hier immer gerne Tipps. Hier haben wir ja noch die Samen dran. Kann ich doch mal näher ran. Da kann man das sehen. Ne? Wie ihr damit umgeht, das würde mich mal echt interessieren. Brennnesseln, Beifuß. Also würdet ihr die Blätter trennen von den Samen oder beide zusammen oder was auch immer euch einfällt. Also ein paar Infos wären cool. So, Akelei habe ich gerade gesagt. Und dann werde ich auch wirklich noch mit Schlusswort dem Video ihr wisst schon, was ich sagen will. Nicht wirklich. Hier, da. Die Akelei ist soweit. Da ist jetzt auch schon Saatgut drin. Da kann ich Saatgut sammeln. Das werde ich auch bald mal tun. Vielleicht gleich noch. Nee, heute nicht. Das hat auf jeden Fall hier. Hört ihr das? Da ist schon ganz viel drin. Die darf sich gerne verteilen bei mir. So, nun gut. Das war, glaube ich, ein langer Gartenrundgang. Kürzer geht's nicht. Gibt einfach so viel zu entdecken und ich habe so viel ausgelassen trotzdem. Ja, vielleicht ist das doch keine gute Idee mit diesen 15, 20 Minuten, die dann am Anfang drauf gingen. Ja, muss ich mal sacken lassen. Ich glaube,
Andersrum ist das besser. Das ist, das war auch ein gefühlter Versuch des Entgegenkommens für alle, denen die Videos zu lang sind. Aber ja, wer weiß, vielleicht kann man das so und so mal machen oder ich mache weiter wie bisher oder das wird sich dann von allein entwickeln. Aber bin trotzdem sehr zufrieden, weil ich euch einen aktuellen Einblick in die Dinge im Garten geben konnte. Das ist auf jeden Fall eine ganz feine Sache, dass das geklappt hat. Zu meiner Rechten habe ich noch vergessen, die Erbsen sind nahezu durch und ja, ich habe viele Würmer derzeit da drin. Warum auch immer, hatte ich die vergangenen Jahre nicht. Vielleicht ist das so spät so, wenn sie schon ein bisschen trockener werden, wobei ich aber auch diese harten, trockneren Erbsen sehr gerne mag. Ja, so sieht das aus. Okay. Hier auch so ein Exemplar. Sieht gut aus. Gucke ich gleich mal rein. Aber viele gute Erbsenernten gehabt. Also wirklich hat sich voll gelohnt, dieses Genasche. Ich habe eher ein Problem, dass jetzt andere nicht hinterhergekommen sind. Da vorne ist eher eine Blühwiese entstanden als die Erbsengeschichte. Hi. So, jetzt gab es ein bisschen Durcheinander, weil das Handy runtergefallen ist und ich noch einen Zaungast hatte. Ich war gerade hier bei der Erbse. Aber im Grunde genommen wollte ich mich bedanken fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Unterstützen. Vielen Dank einfach für alles, was ich so erleben durfte mit euch Menschen da draußen auch und was ich so mit euch teilen darf. Denn wir sind ja alle irgendwie miteinander verbunden und im Miteinander funktioniert's. Bleibt in der Liebe. Bis zum nächsten Mal und ich sage tschüss, euer Lars. Ich bin raus. Ja, so, nochmal in die Erbse gucken. Wer dran bleibt, kann es noch sehen. Die zwei sind gut. Hat aber noch nichts zu sorgen. Oh, hab ich noch mal Glück. Ja, also wirklich, 95% sind Würmer drin. Aber hier ist noch ein kleines Stück, kann immer noch so sein. Ne, ich habe echt Glück gehabt. Ganze Handvoll Erbsen noch. So sehen die derweil aus, wenn ihr die seht. Oh, guck mal, wie ich schwitze. Ja, ja. So, und weg.